Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir eine besondere Folge. Heute haben wir kein Club Nintendo Magazin. Nein, es ist der Konami Games Guide. Und an dieser Stelle muss ich mich vorweg an den lieben Kai wenden. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe ja in der letzten Blätterfolge so gesagt, so langsam aber sicher geht mir das Material aus. Und da hat der Kai mich angeschrieben und gefragt, ob er mir etwas als Leihgabe geben dürfte. Und hat sogar noch zwei Nintendo-Magazine um draufgelegt, die ich behalten darf. Finde ich fantastisch. Er hat mir ein großes Paket geschickt, wo viele, viele Sachen dabei sind. Die werde ich jetzt nach und nach so ein bisschen abarbeiten. Und den Anfang macht er Konami Games Guide, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Ich wusste definitiv nicht, dass es so etwas gibt, aber umso herrlicher, dass ich jetzt dadurch durch Zufall drauf gestoßen bin. Und an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank, lieber Kai. Ich versuche jetzt alles so schnell wie möglich abzuarbeiten und wieder zurückzusenden, auf jeden Fall. Aber genug der Vorrede, würde ich sagen. Genug gequatscht. Gucken wir einfach mal rein. Wie man sieht, es behandelt Spiele vom Mega Drive, NES, Game Boy und Super Nintendo. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, bei dem Cover bin ich mir unsicher, ob es, ich wollte gerade sagen, unsicher, ob es offiziell ist, weil das Cover sieht so zusammengestückelt aus, ehrlich gesagt, irgendwie. Einfach hier mal so ein paar Cover-Arts, hier ist Parodius, hier ist dieser Rocket Knight, die Turtles natürlich, Tiny Toons und Probotector. Aber da die das offizielle Konami-Logo benutzen, gehe ich eigentlich mal davon aus, dass es wahrscheinlich offiziell ist, aber naja. Gucken wir mal. Ist auf jeden Fall gar nicht so unbedingt gebräuchlich, dieses Magazin. Also ich habe es bisher beim zufälligen Rumstöbern, wie gesagt, ich habe nicht gezielt danach gesucht, weil ich jetzt nicht wusste, dass es das auch wirklich gibt. Bin ich aber nie auf irgendeiner Börse oder sowas drauf gestoßen. Finde ich seltsam auf jeden Fall. Ja, bisschen Unternehmensporträt von Konami. Konami war ja wirklich Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich super bekannt für 1A-Spiele. Hat sich ja allerdings so in den letzten Jahren so ein bisschen ins Gegenteil verwandelt. Die machen ja eigentlich kaum noch Spiele und dann sind sie noch nicht mal gut. Die machen ja eher diese Pachinko-Machines, diese Glücksspielautomaten mit ihren Lizenzen. Finde ich persönlich etwas schade, aber nun gut, das müssen die natürlich wissen. Gucken wir mal, hier gleich natürlich hier der erste Klassiker, Castlevania. So, mit so einer kleinen Übersicht, was für Castlevania-Spiele alles erschienen sind. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich so ein bisschen teilweise wahrscheinlich Werbung. Hey, wenn du Castlevania gespielt hast, dann wird dir das bestimmt auch gefallen. Ich werde jetzt so allgemein auf diese Tipps und Tricks ja gar nicht so unbedingt drauf eingehen, sondern wir blättern jetzt einfach nur mal so ein bisschen durch. Aber es ist klar, dass man mit so einem Klassiker natürlich anfängt und natürlich auch die beiden anderen Teile. Die Castlevania-Spiele habe ich bisher gar nicht so wirklich gespielt, außer die Gameboy-Titel, die habe ich gespielt. Die NES-Teile sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Finde ich eigentlich so schade in der Retro-Perspektive, aber ich weiß nicht warum, aber ich finde einfach für die NES-Teile keine Zeit. Ich weiß, es ist ein Klassiker, der zweite Teil ist natürlich etwas umstritten, weil das so ein bisschen sich anders spielt. Aber es ist einfach so Zeichen, damals hat man mehr rumexperimentiert, ne? Dann gucken wir mal. Ach, jetzt haben sie hier wirklich alle Castlevania-Spiele, die sie hier vorne hatten, abgearbeitet. Finde ich gar nicht so verkehrt. Hier, zu den Gameboy-Teilen. Da kann ich natürlich etwas mehr sagen. Und zwar The Castlevania Adventure. Ja, das haben sie ja relativ früh beim Gameboy ja, veröffentlicht. Und naja, so richtig, richtig geil ist es ja leider nicht. Es spielt sich sehr, sehr langsam und sehr zäh. Also, wobei natürlich hier auch die Tipps und Tricks und Guides, wenn man sich das so sieht, hier so ein Tipp. Gut, es ist ein Heft, es sind viele Spiele, das muss ja auch irgendwie, dass alle Spiele drin behandelt werden, aber nur so ein Tipp für das Spiel? Jedenfalls Castlevania 2 für den Game Boy, das ist allerdings richtig klasse geworden, gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat auch allgemein wirklich den viel, viel besseren Ruf, aber das scheinen sie irgendwie selber ein bisschen gemerkt zu haben, denn dafür haben sie gleich auch etwas mehr Platz dafür eingeplant. Super Castlevania, also Castlevania 4. Super Spiel. Hat natürlich so ein bisschen auf der technischen Seite ein paar Slowdowns und so weiter, aber alleine die Musik, ich sag euch, Hammer. Ist ein absoluter Pflichttitel für das Super Nintendo. Wendet auch die Mode 7 Effekte sehr, sehr angenehm und sehr schön ein irgendwie. Ach, einfach herrlich. Allein schon, wenn man in den ersten Level lang geht,
und dann diese Musik hört. Dü, 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 dü. Okay, ich kann schlecht summen. bitte ignorieren. Das, in meinem Kopf war das gerade der Anfangslied, aber ihr kennt es ja alle. Castlevania ist eine super Serie, natürlich super atmosphärisch, allgemein. Die NES-Titel, wie gesagt, habe ich jetzt keinen Bezug zu, aber die Gameboy-Titel, beziehungsweise da ab dem zweiten Teil und Super Nintendo, das ist natürlich super. Oh, sogar alle Passwörter. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Okay, gut, die anderen haben natürlich auch kein Passwortsystem, deswegen war das da jetzt nicht möglich. Aber da sieht man mal so ein bisschen auch deren eigene Rangfolge. So die NES-Titel abgefrühstückt. Ne? Ich weiß jetzt zwar nicht, wann das hier überhaupt erschienen ist. Ich gucke gerade mal, ob hier irgendwo ein Datum steht. Zur Not muss es ja ganz hinten stehen, dass man das so ungefähr einordnen kann. Aber da werden wahrscheinlich schon die NES-Titel etwas älter sein. Ich sehe leider kein Datum. Nee. Aber wie gesagt, da jetzt hier auch sowas hier wie der Rocket Knight da und so weiter drin erscheint später, nehme ich mal an, dass es eher so Mitte der 90er erschienen ist. Da waren natürlich die NES-Titel schon so ein bisschen alter Tobak und natürlich jetzt nicht so mehr nachgefragt. Deswegen versteht man da vielleicht auch unbedingt die Aufteilung. Ja, das Mega Drive Castlevania kann ich so absolut nicht sagen, weil ihr wisst, ich bin, was Sega angeht, das ist alles so ein blinder Fleck irgendwie auf meinem Radar. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein Sega-Hasser bin oder irgend sowas, sondern einfach, ich bin damit nicht so aufgewachsen und Game Gear habe ich ja durchaus Interesse und gucke mir immer wieder Sachen an. Aber ja, man kann einfach nicht so sehr in die Breite gehen. Ne? Ihr kennt es wahrscheinlich selber im Sammeln. Man muss sich immer so ein paar Bereiche aussuchen, auf die man Bock hat und das war es dann auch. Ja, Gradius und Parodius, auch hier wieder eine schöne Übersicht. Das finde ich eigentlich sehr schön gemacht, ne? dass sie hier so thematisch hier in den nächsten Seiten folgen und dann für die Serien auch so eine einzelne Übersicht bieten. Finde ich klasse. Ja, Shoot'em'ups war nie so mein Genre. Also ich bin da schrecklich da drin. Also wirklich schrecklich, schrecklich. Hab aber in letzter Zeit so ab und zu mal hier so ein bisschen Spaß gefunden. Also Parodius finde ich sehr, sehr schön. Egal ob auf dem Super Nintendo oder auf den Game Boy. Ja, Life Force, das sieht alles so wie so Gradius-Ableger aus. Sehr, sehr schön. Eigentlich cool gemacht, weil man hier die Grafik sieht. Sieht sehr, sehr vernünftig aus auf jeden Fall. Aber Parodius, das finde ich natürlich super. Auf dem NES und auf dem Game Boy ist, glaube ich, einigermaßen deckungsgleich die Version auf jeden Fall. Ach, hier haben sie sogar hier Anzahl der Spieler, Batterie, Schwierigkeitsgrad, Spielvarianten. Ach, haben sie hier so die ganzen Grundinfos. Also das finde ich echt gut aufgemacht, das Heft, muss ich sagen. Ich glaube, lieber Kai, ich werde dir das natürlich wieder zurückschicken, aber für meine Sammlung werde ich mir das Heft auch bei Gelegenheit mal holen. Finde ich sehr, sehr vernünftig auf jeden Fall. Parodius finde ich halt von der Serie her ganz cool, weil das impliziert ja auch schon der Name, weil es eine Parodie auf diese Shoot'em'up-Spiele sein soll. Und das finde ich einfach super, weil es das dann selber nicht so ernst nimmt. Dann hat man hier wirklich so ganz abgefahrene Gegner und als Raumschiff zum Beispiel spielt man einen Pinguin und so weiter. Finde ich einfach herrlich. Nemesis, ja auch ein ziemlich kniffliger Gameboy-Titel. Ich hatte ja damals als Shoot'em'up auf dem Gameboy hatte ich R-Type, auch ein schönes Spiel, auch nie weit gekommen. Aber das Genre, ich weiß schon, warum man da so eine gewisse Faszination hat. Also wie gesagt, werde jetzt auch nicht so im Überdetail auf die Spiele eingehen. Parodius auf den Super Nintendo ist noch besser. Das ist natürlich die beste Version von diesen ganzen Parodius. Auf den Game Boy, wie gesagt, finde ich auch durchaus vernünftig. Auf den NES natürlich auch schön, aber auf dem Super Nintendo, da ist natürlich hier, spielt es die kompletten Stärken aus und guckt euch das nochmal an hier als Endboss. Oder ist das die fünfte Welt? Ich bin mir gerade etwas unsicher, ehrlich gesagt. Ist auch etwas länger her, dass ich das gespielt habe. Auch so eine witzige Sache, das ist ja nur in Japan und in Europa erschienen. Amerika oder die Nordamerika heißt es also schön immer als Region, die sind da leer ausgegangen. Eigentlich schade, ne? Parodius ist wirklich wunderbar. Probotector. Oh, okay, Probotector ist natürlich so eine europäische Sonderart, sage ich mal. Das ist eigentlich die Contra-Serie. Ihr werdet es wahrscheinlich alle wissen. Und zwar die Contra-Serie, da spielt ja kein Roboter, sondern halt einen Soldaten. Das war natürlich für Europa und speziell natürlich auch für den deutschen Markt etwas so brutal. Also hat man alles im Prinzip durch Roboter ersetzt und das halt anders genannt. Aber es ist halt analog. Und es ist natürlich wirklich eine
eine Spieleserie, die legendär ist. Ein paar Ableger, das NES natürlich, dann auf den Game Boy, zwei auf den NES und Super Probotector. Hier ist anscheinend noch nicht mit drin, es gab ja noch später einen Probotector 2 auf den Game Boy, was von Factor 5 entwickelt wurde, dem deutschen Entwicklerstudio, das es glaube ich sogar noch heute gibt. Die haben ja so einige gute Kracher rausgehauen, die haben immer sehr, sehr viel Wert auf eine gute Technik gelegt auf jeden Fall. Probotector, wunderbar, ich habe wirklich, das hatte ich als Kind auch, habe ich hoch und runter gespielt. Auch da kam ich nie so übermäßig weiter. Hätte mir, glaube ich, hier der Level-Auswahl-Cheat durchaus geholfen, sage ich mal so spontan. Sehr feine Sache. Auf dem NES habe ich das damals leider nicht gespielt. Deswegen kann ich da leider auch nicht so viel sagen. Aber Probotector 2, das sieht aber auch schon beides ziemlich geil aus. Ne? Hat auch damals natürlich die Technik an ihre Grenzen gebracht auf dem NES. Oh, 30 Leben, das kann man natürlich gut gebrauchen, aber diese Facts-Anzeige, ich zeige euch mal im Detail, ich weiß nicht, ob ihr das immer sehr gut mit der Kamera erkennen könnt unter jedem Spiel, finde ich super. Ne? Hier Anzahl der Spieler 2, Batterie-Safe, ja, Schwierigkeitsgrad, ob man es auswählen kann, Spielvarianten, Passwort, Schwierigkeitsgrad, allgemein, Continuous und so weiter. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und das ist wirklich so eine allgemeine Angabe. So kann jeder dann für sich dann gleich erstmal entscheiden, hey, okay, ist es jetzt wirklich schwer, lohnt sich's und so weiter. Sehr schönes Spiel. Ja, Super Probotector Alien Rebels. Fehlt mir auch noch in meiner Super Nintendo Sammlung. Ist natürlich auch ein wunderbares Spiel. Grafisch auch sehr, sehr gut gelungen. Das ist typisch, das ist halt, geht ja nicht umsonst so als Kern des One-and-Gun-Genres, heißt das ja. Sehr, sehr super umgesetzt. Haha, ich weiß, Super Probotector super umgesetzt. Der Panda haut jetzt wieder die Flachwitze raus, würde ich sagen. Ja, und genau, wo ich das hier gerade sehe, das hat ja auch mal so ein bisschen den Twist gehabt. Es gab nicht nur diese One-and-Gun-Levels aus der Seitenperspektive, sondern auch auf der Draufsicht. Das war schon ganz cool, um da so ein bisschen Variation reinzubringen. Wunderbar. Und natürlich Dauerfeuerknopf und ab geht's. Ja, Tiny Toons, die haben da, glaube ich, echt viele Spiele rausgebracht. Auch wieder hier diese schöne Übersicht. Sehr, sehr schöne Spiele. Ich habe dort gespielt. Damals hatte ich auf den Super Nintendo, genau, Buster Busts Loose, was auch wirklich so ein kleiner Geheimtipp ist, finde ich, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Plattformer ist, beziehungsweise Jump'n'Run-Spiel. Also finde ich wirklich sehr schön. Bubs Big Break, habe ich das damals, glaube ich, von einem Kumpel mal ausgeliehen oder nicht? Aber da schauen wir gleich mal rein auf jeden Fall. Hier das Endespiel, das Mega Drive, Buster Hidden Treasure. Wie immer, ich kann leider zum Mega Drive nichts sagen, sieht aber wirklich durchaus auch technisch und grafisch wie ein sehr gutes Spiel aus. Also da muss man sagen, da war wirklich noch, wo Konami dahinter stand, da konnte man sich eigentlich sicher sein, dass es eine gute Lizenzversoftung war. Später war das ja immer so, naja, mal so, mal so. Aber hier ist man sich auf jeden Fall sicher, das passt alles. Ne? Geheimgänge, genau. Buster Busts Loose. Ja, wunderbar. Schöne Grafik und so weiter. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Geheimlevels. Ne? Hier wird auch schön im Detail drauf eingegangen. So allgemeine Tipps und sowas. Ne? Hätte man sich fast auch sparen können, ist auch ein bisschen vielleicht Werbung. In den Club Nintendo Magazinen, da war ja auch immer so die ganzen Levelbeschreibungen und so weiter. Finde ich aber echt schön. Also das Magazin gefällt mir echt sehr gut, muss ich sagen. Ja, denn auf den NES hier gehen wir natürlich wieder nur sehr, sehr gering oder wenig ein. War das NES war zu der Zeit halt so langsam, aber sicher wirklich tot. Ne? Der Cartoon Workshop, ach, das war so eine Art Filmemacher anscheinend. Interessant, so ja, was man so bei Mario Paint hatte wahrscheinlich. Okay, nicht ganz. Konnte man da sich so kleine Filmschnipse wahrscheinlich mit kleinen Animationen und sowas machen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, um so ein bisschen mal so die Kreativität zu fördern. Ne? Dann haben wir hier Bubs Big Break. Da bin ich mir echt unsicher. Also für den Game Boy, finde ich, sieht das gar nicht so verkehrt aus eigentlich. Nur 4 Level. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gespielt habe, weil irgendwie kommt es mir dunkel bekannt vor. Ich weiß auch nicht, wieso, ehrlich gesagt.
Montanas Movie Madness, das habe ich jetzt letztens für ein der Gameboy-Jahresrückblicke angespielt. Hat durchaus einen soliden Eindruck gemacht, aber ich habe da natürlich jetzt nicht so in die Tiefe reingeschaut, weil für Jahresüberblicke habe ich eigentlich immer nur so 2 bis 3 Minuten die einzelnen Spiele angespielt. Deswegen sieht man auch immer da nur den Anfang. Ja, die Turtles, da gab es natürlich viele, viele Spiele. Die 3 Gameboy-Spiele sind natürlich super. Ja, das erste NES-Spiel, wo man es hier sehen. Also, ich war ja als Kind wirklich ein riesen Turtles-Fan. Ne? Ich konnte wirklich alle Namen und auch welche Waffen die genau hatten und so weiter. So ging es im Prinzip ja auch euch allen wahrscheinlich. Turtles war damals einfach der große Scheiß. Und dann war natürlich so voll geil. Mein Bruder hatte ja das NES. Und gelesen, es gibt ein Turtles-Spiel, das musste man natürlich haben, aber es ist so frustig schwer. Schwierigkeitsgrad Mittel. Wer einmal diesen fucking Staudamm gespielt hat, diesen Staudamm, ja? Der weiß, dass das nicht Schwierigkeitsgrad Mittel ist. Vor allen Dingen, wenn man ein Kind ist und kein Wort Englisch versteht. Also das Spiel an sich ist okay, aber das gibt es wirklich so teilweise so unfaire, nicht schöne, ich versuche mal vorsichtig auszudrücken, Stellen. Ich sage euch nicht, umsonst hat der Angry Video Game Nerd ja dem Spiel ja auch eine ganze Folge gewidmet. Ja, The Cat Game habe ich schon wieder nicht mehr gespielt, aber ich glaube, das hat einen allgemein wesentlich, wesentlich besseren Ruf, was auch nicht so schwer ist, ehrlich gesagt. Die Gameboy-Titel, die habe ich ja schon alle getestet, die sind super, also das ist der erste Teil super. Das sind halt gute Beat'em-Up-Spiele, natürlich jetzt ein bisschen auf die Gameboy-Technik beschränkt. Der zweite Teil auch, oh, der dritte ist ja noch nicht drin, das heißt, boah, wann ist der erschienen? 94, 93, 94, oh, Panda, das muss eigentlich wissen, ich habe die Jahresrückblicke gemacht, ich bin mir gerade unsicher, aber es würde so auf einen Release von der Zeitschrift von so 92, 93 ungefähr schließen, denke ich mal. Bei dem dritten Teil, das ist dann ja kein, das, der erste oder zweite Teil, das sind ganz normale Beat'em-Ups, solide, natürlich eher einfach gestrickt bei Gameboy, da kann man jetzt keine großen Spielereien jetzt erwarten, sage ich mal. Der dritte Teil ist so eine Art Metroidvania sogar, ihr habt eine große Karte und müsst so verschiedene Bereiche, dann halt Gegenstände euch erobern und andere Turtles befreien und euch dadurch dann den Zugang zu den anderen Gebieten erschließen und so weiter. Schon wesentlich komplexer. Schade, dass das hier nicht drin ist, ist auch super. Und Turtles in Time ist natürlich auf dem Super Nintendo ein Brett. Wirklich das beste Beat'em'up, weiß ich nicht. In den Genren bin ich jetzt nicht so zu Hause, aber auf jeden Fall eines der besten Beat'em'ups auf dem System. Punkt. Da freie Diskussion, super Grafik, super Technik, Mode 7 Effekte auch sehr gut umgesetzt. Kann man absolut nichts mit falsch machen. Jeder, der das NES hat, sollte dieses Spiel besitzen. So, super Ding. Also für jeden, der auch nur im entferntesten damit was zu tun hat. Ja, das Gegenteil vom Turtles in Time war ja auf dem Mega Drive das Hyperstone Haste. Ist ähnlich, soweit ich weiß. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, aber es soll auch durchaus gut sein auf jeden Fall. Ja, hier spielt ein Hero Turtles Tournament Fighters, ist halt so ein Street Fighter Abklatscht, nenne ich es mal, also inspiriert. Damals musste es ja von jedem scheiß ein Fighting Game sein, weil ja so Street Fighter so ein bisschen den Weg geebnet hat für das Genre. Ja, wie die sind, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal an, gut auf jeden Fall. Ach doch, da haben wir Radical Rescue, wovon ich geschrieben habe, aber das ist da bestimmt erst zu neu erschienen, dass wir da jetzt in die Tiefe drauf eingegangen sind, nehme ich mal fast an. Ähnlich wie bei Tournament Fighters fürs NES wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Oh, es gab Konami-Zubehör für die Konsolen? Wusste ich gar nicht, also ein Super Nintendo Controller hier so mit so einer Infrarotverbindung. Ha. Und hier, ich halte es mal mehr in die Kamera. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Hier, so ein Aufsatz für den Game Boy. Geil. Case Boy, okay, das ist einfach nur ein Dings. Aber hier haben wir noch den Super Nintendo Controller. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Hat sie das damals so schlecht verkauft oder ist es denn irgendwie denn doch nicht erschienen? Aber der Hyperboy, Alter, 100 Mark. Wie teuer war der Gameboy? Der Gameboy war doch auch nur irgendwie so 100 Mark oder irgendwie sowas, oder? Und dann einfach so eine Lupe und mit Joystick und... Ach du Scheiße, 100 Mark.
Alter. Hat irgendwer von euch dieses Ding und kann das auch nur im Entferntesten empfehlen? Also, uff. Okay, jetzt haben wir hier so verschiedene einzelne Spiele. Raging Fighters ist auch ein Fighting Game auf den Game Boy. Durchaus solide, aber ein bisschen seelenlos, finde ich. Was haben wir hier? X-Lay, auch ein super Shoot'em-up. Das hat, nutzt auch den Mode 7-Effekt so schön, dass es so ein bisschen so aussieht, als ob ihr dann auf so ein, mir fällt gerade das Wort nicht ein, auf so einen Himmel dahin reitet. Ja. Panda steht auf dem Schlauch, aber ihr wisst, was ich meine. Guckt einfach mal nach X-Lay Gameplay und ihr wisst sofort, was ich meine. Hoffe ich doch zumindest. Batman Returns. Noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Ja, basiert auf den Filmen, aber da es von Konami ist, schätze ich mal fast, dass es nicht komplett Grütze ist. Wobei jetzt so die Screenshots, ehrlich gesagt, mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugen, aber das kann natürlich täuschen. Auch hier The Animated Series auf dem Game Boy. Ich glaube, das Spiel war ganz okay. Das habe ich, glaube ich, auch in einer Jahresrückblicke angespielt. Bin ich mir aber sicher. Okay, aber Zombies Ate My Neighbor. Super Spiel. Da spielt er ja im Prinzip einen Highschool-Studenten und müsst in so eine Art Zelda-Top-Down-Ansicht euch durch Zombies schießen und Leute befreien. Und halt je nach Level kommt ihr immer weiter. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel, hat auch einen Nachfolger bekommen, der irgendwas mit Ghouls, glaube ich. Ach, wie hieß denn? Ich stehe heute wirklich auf den Schlauch, leider. Auf Mega Drive erschien das Spiel auch, aber ich sage, keine Ahnung. Roller Games, was soll das denn sein? Das habe ich noch nie gehört. Fürs NES? Okay, da fahrt ihr mit Rollerblades rum und scheint ein Beat'em-up zu sein. Ha! Finstere Gesellen haben die Roller Games Liga unterwandert. Zeige den Punks, wer wahre Rollschuhkönig ist. Ja. Könnte man heute nicht mehr machen. Das ist wirklich so pure 80er, 90er. Herrlich. Pop and Fimby, auch sehr schön. Ist, so geht er eher in Richtung Q-Tem ab. Das heißt, es ist ein Shoot'em-up, wo alles, halt, alles etwas süßer ist und so weiter. Auch sehr schön, habe ich auch gerne gespielt. Gott, ich merke gerade, wie ich so schnell so dazwischen skippe. Cybernator sagt mir auch gar nichts. Sieht aber wie, auch wie ein Shoot'em-up oder ein One-and-Gun wahrscheinlich eher aus. Habe ich noch nie gehört. Cybernator. Ihr vielleicht. Dann mit, oh, okay. Ich nehme alles zurück. Wenn es einen Napalm-Trick gibt, dann muss das ja gut sein. Mensch. Ja, Rocket Knight Adventures. Genau, das meine ich hier mit den Cover. Das soll wirklich sehr, sehr gut sein. Also ich, auch wenn ich mich zum x-ten Mal wiederhole, Mega Drive ist nicht mein System, aber ich habe mal auf diversen amerikanischen YouTubern gesehen, dass das Spiel da wirklich als Geheimtipp gehandelt wird. Also das scheint wirklich durchaus vernünftig zu sein. Sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Okay, Zen Intergalactic Ninja habe ich den Gameboy-Teil gespielt. Der ist durchaus okay. Ich nehme an, der wird sich ungefähr analog zu unserem NES spielen. Was allerdings scheiße ist, ist The Adventures of Wario Billy. Da habe ich sogar schon eine Quälzig-Folge gemacht und boah, ich sag euch, das ist wirklich, wirklich mies. Und das Schwierigkeitsgrad, die Mittel da reinzuhauen, das ist wirklich, oh. Ruhig Panda, ruhig Panda, du musst das Spiel nicht wieder spielen, aber das Spiel ist Grütze. Sunset Riders dafür soll, ist ja auch eines der teureren Super Nintendo-Spiele auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht gespielt, soll aber auch ziemlich geil sein. Top Gun habe ich den Gameboy-Titel gespielt. Ja, ist halt natürlich Flugsimulator auf den Gameboy. Ist natürlich von der Technik her arg eingeschränkt, aber durchaus okay. Das NES, das Original, das ist ja berühmt mit diesen Landesszenen, dass sie wirklich arg schwer sind. Denn Geschicklichkeit, Monster in My Pocket, das war ja auch, glaube ich, so eine Spielzeugserie, glaube ich, oder? Also keine Ahnung, wie das Spiel an sich ist. Das sieht ganz okay aus, wie ein vernünftiger Plattformer.
Wie gesagt, da Konami zu NES-Zeiten, bis auf einige Ausnahmen wie Bayou Billy, durchaus vernünftig ist, gehe ich mal davon aus, dass es okay ist. Aber Prince of Persia, ja, Prince of Persia ist eigentlich cool. War auch super damals, aber ich bin schon damals nicht damit warm geworden. Und zwar das Problem ist ja, es sieht geil aus, weil diese vorgefertigten Animationen immer abgespult werden. Das heißt, ihr geht einen Schritt und dann wird die Animation ausgelöst. Und dadurch fühlt sich halt dieses ganze Gameplay so ein bisschen indirekter an, finde ich. Also so Mario, ne, ihr tippt etwas nach rechts und dann geht auch nur ein Tick nach rechts. Drückt er lange nach rechts, geht er weiter nach rechts. Und hier wird halt dann Feld für Feld immer diese Animation abgespult. Sieht halt geil aus, spielt sich aber meiner Meinung nach nicht so wirklich geil, leider. Aber naja, Bucky O'Hare war auch da, hat es das nicht sogar eine Zeichentrickserie damals? Ich bin mir gerade echt unsicher. Soll aber auch ein ziemlich cooler One-and-Gun-Titel bzw. Plattformer sein. Goonies und Noah's Ark, sagt mir gar nichts, auch der Gameboy-Titel nicht, aber anscheinend mit 3D, okay. Quath, das habe ich allerdings gespielt, das ist ein cooles Puzzlespiel und zwar seht ihr ja immer diese Form und das ist so eine Art Mischung aus Puzzlespiel und Shooter und ihr habt euer Raumschiff und ihr schießt Blöcke, so einzelne Blöcke und euer Ziel ist es halt immer Rechtecke oder Quadrate zu erschaffen und dann verschwinden die, ne? Also ein bisschen Tetris mit Schießen, so. Ganz, ganz grob. Aber ganz, ganz grob. Der Kid Dracula, super Titel, ist auf den NES leider aus Japan nie herausgekommen, aber auch auf den Game Boy super. Ist ja so ein, ich glaube, es ist offizieller Teil der Castlevania-Serie, ne? Aber halt natürlich so ein bisschen auf süß gemacht. Ihr spielt den Kid Dracula und müsst euch da hervorkämpfen und so weiter. Hat einen super Soundtrack, spielt sich ziemlich cool. Ja, Schwierigkeitsgrad Schwert, das kann ich unterschreiben, es ist nicht leicht. Lohnt sich aber auch wirklich. Also das ist echt super. Dann haben wir Abenteuer. Star Trek. Boah, Star Trek auf dem Game Boy. War nicht so geil. Wenn das der Teil ist, wo ich die Quetzi-Folge zu gemacht habe, ich bin mir gerade unsicher. Da gibt es ja einige Star Trek-Spiele. Ja, Pirates. Es gab Pirates auch auf den NES. Ich weiß, dass das ja in der Heimcomputer-Szene ein sehr berühmtes Spiel ist und auch da ziemlich immer abgefeiert wurde, weil es einfach super ist. Weil ihr halt so eine kleine Piratensimulation. Ihr schippert da mit eurem Schiff rum, kapert Sachen, erlebt Abenteuer und so weiter. Ich meine, was will man mehr, ne? Mission Impossible, keine Ahnung, noch nie gespielt. Metal Gear, habe ich die ersten Titel auch nie gespielt. Silent Service ist natürlich auch eine berühmte U-Boot-Serie, also U-Boot-Simulationsserie, die da ihren Anfang geholt hat. Defender of the Crown, auch das hat, glaube ich, damals, gab es auf dem C64 auf jeden Fall und sollte, glaube ich, die Power des Amigas sehr stark in Vordergrund rücken. Die NES-Version ist eine der besseren Versionen auf jeden Fall, was Grafik und so weiter angeht. War ja sehr, sehr erfolgreich, das Spiel. Habe ich auch damals auf meinen DOS-PC, glaube ich, gezockt. Im Prinzip so Mittelalter-Simulation. Ne? Ihr müsst einzelne Landstriche erobern, Truppen hin und her verschieben, kleine Turniere machen hier und da. Ein großer Spaß auf jeden Fall. Und kommen wir zum Sport. Und Überraschung, da kann ich noch weniger zu sagen als vorher. Weil Sport ist so gar nicht mein Genre. Ich sag, Track and Field habe ich allerdings als Kind gehabt. Das habe ich mit meinem Bruder wirklich hoch und runter gespielt. Auch wenn man jetzt nicht immer genau wusste, trotz dass wir das gekauft hatten und die Anleitung hatten. Aber da war man natürlich zu cool, um Anleitung zu lesen. Ja, im Prinzip ist es halt diese alten Sportspiele, reines Button-Meshen irgendwie. Ist natürlich, hält sich der Spaß da in Grenzen. Ich finde, das ganze Genre ist sehr schlecht gealtert auf jeden Fall. Auf dem Game Boy hatte ich es nicht. Skate or Die habe ich auf dem DOS-PC hoch und runter gespielt. War aber auch da eher so, da habe ich das so auch nur mit einem Joystick gespielt. So, ihr kennt diese wackeligen Joysticks, die irgendwie nie vernünftig kalibriert waren. Auf den Game Boy wirklich schrecklich, finde ich. Auf den NES auch nicht so geil. Also das ist auch so schlecht gealtert. Also wirklich so diese alten Sportspiele, die sind allgemein schlecht gealtert. Außer natürlich Blades of Steel. Habe ich damals auf den Game Boy gehabt. Wirklich abgefeiert ohne Ende. Super Spiel. Ich bin eigentlich durch Zufall dazu gekommen. Ich hatte keine Ahnung von Eishockey
oder wie man das spielt und sowas. Und irgendwie habe ich, ich glaube, irgendwie mal zu Ostern bekommen oder sowas, weil ich nur einen Titel gelesen habe und dann habe ich mir das gewünscht. Aber ich habe da wirklich viel, viel Spaß mit gehabt, muss ich sagen. Also dafür, dass ich den Sport eigentlich nicht so mag, ist natürlich auch so cool, dass man sie auch mal so klappen kann und so weiter. Habe ich wirklich oft gespielt und auch die Musik ist super gelungen. Also Blades of Steel, super Spiel. Ich weiß nicht, wie genau es jetzt diesen Sport simuliert. Wahrscheinlich jetzt, was den Realismus angeht, nicht so super. Kann ich aber wirklich nur empfehlen. Ja, Formel 1, keine Ahnung, überspringe ich mal. Aber Motocross Maniacs, habe ich auch schon mal einen Test gemacht, erinnert sehr stark an X-Hide-Bike. Und X-Hide-Bike auf dem NES, weiß ich noch, das hatte ein Kumpel damals. Und ich fand das voll faszinierend, dass man da so seine eigenen Strecken bauen kann und so weiter. Und irgendwie das nimmt so Motocross Maniacs etwas auf, Pimps etwas, man muss mal ein bisschen mehr Loopings fahren und so weiter. Ich bin mir gerade unsicher, ob man da jetzt selber Strecken bauen konnte oder nicht. Ich glaube aber nicht. Spielt sich aber ähnlich und ziemlich cool, muss ich sagen. Hypersoccer, Golfspiel, boah, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und hier Vorschau Twin Bee Action. Boah, sagt mir es glaube ich auch nicht unbedingt. Der Twinbee Nachfolger kam da hier raus. Ah, und hier wird nochmal hier der Rocket Knight Sparkstar vorgestellt, genauer. Ah, okay, cool. Maniac. Also wird es wahrscheinlich hier von dem Zeitschriftenmagazin Maniac herausgebracht worden sein. Also wahrscheinlich irgendwie nur so halboffiziell. Aber ja, das war der Games Guide. Ich finde für 20 Mark damals durchaus vernünftig. Super Tipps. Gut, ich habe auch nie so wirklich jetzt irgendwelche Komplettlösungen erwartet oder sowas. Das hält sich hier eher so auf Club Nintendo Magazin Niveau. Finde ich aber super, aber auch so die Übersicht. Auch damals hätte ich das wahrscheinlich wirklich abgefallen, um mir so die einzelnen Spiele mal anzuschauen und so weiter. Super Sache auf jeden Fall und an dieser Stelle nochmal, lieber Kai, vielen, vielen Dank fürs Ausleihen. Ich werde mich mit anderen Magazinen auf jeden Fall beeilen, dass sie so schnell wie möglich wieder zu dir kommen. Und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Durchblättern wie ich. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.